Was ist es, das dich in ein so chronisches Bedürfnis nach einem anderen Menschen versetzt? Die Probleme des Verlustes sind hauptsächlich psychologisch und emotional. Du musst in der Lage sein, würdevoll mit dem Leben weiterzumachen. Das ist die Wahl, die du hast. Du kannst entweder die Welt in deinem Schatten leben lassen, oder du kannst immer darauf versessen sein, in irgendeinen Schatten zu gelangen. Siehst du, im Moment braucht der grundlegende Lebensprozess in diesem Körper kein... Er ist wechselseitig abhängig. Es muss so sein. Die physische Natur deiner Existenz ist von wechselseitiger Abhängigkeit. Du musst Nahrung zu dir nehmen, du musst atmen, du musst Wasser trinken, so viele Dinge. Du brauchst Wartungsarbeiten, Instandhaltung. Aber das, was dieses Leben erzeugt, scheint ein vollständiger Prozess zu sein, der keine Unterstützung von irgendjemand braucht. Ist das so? Denkst du, dass es so ist? Fühlst du, dass es so ist? Ja oder nein? Es ist so. Nun, was ist es, das dich in ein solch chronisches Bedürfnis nach einem anderen Menschen versetzt? Es ist die Natur deiner Gedanken, deiner Emotionen, vielleicht in einer bestimmten Phase deines Lebens sogar deines physischen Körpers. Nun, der physische Körper ist eine Sache. Du hast ihn nicht geschaffen. Du wirst sehen, wenn du dich so sehr für ein Buch interessierst, du liest einen packenden Kriminalroman, alle deine körperlichen Bedürfnisse verschwinden. Hast du das bemerkt? Du liest nur einen packenden Schundroman. Aber das genügt. 2 Stunden hast du nicht an Essen, dies, das gedacht. All die körperlichen Bedürfnisse sind einfach weg, nicht wahr? Sie können also sehr leicht transzendiert werden, wenn du es willst. Ich sage nicht, du musst, aber wenn du es willst. Die Körperlichkeit kann sehr leicht gemeistert werden. Es ist nicht so ein Kampf. Nun, sind die Probleme des Verlustes hauptsächlich psychologisch und emotional? Also, die psychologische Struktur dessen, wer du bist, zumindest die psychologische Struktur dessen, wer du bist, sollte von dir gestaltet werden, nicht wahr? Wenn du deine psychologische Struktur gestaltest, würdest du sie zu einer elenden Möglichkeit oder zu einer glückseligen Möglichkeit machen, wenn du selbst gestalten würdest? Ich spreche davon, was du für dich selbst beabsichtigst. Was du für deinen Nachbarn beabsichtigst, darüber kann man diskutieren. Zumindest ist das, was du für dich selbst beabsichtigst, nicht elend. Kein Mensch tut das. Offensichtlich hast du also deinen psychologischen Prozess oder deine psychologische Struktur nicht bewusst so gestaltet, wie du es willst. Bedeutet das nun zu sagen, puff, wenn morgen alles zusammenbricht, stört mich das nicht, ich mache übermorgen mit meinem Leben weiter? Nein, 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 darum geht es nicht. Es ist nur, dass du auf eine solche Art leben musst, dass du bereit bist, jetzt für jemanden zu sterben. Aber wenn es so ist, dass dieser Mensch morgen sterben würde, nicht du, sondern er, dann musst du in der Lage sein, würdevoll mit dem Leben weiterzumachen. Aber heute musst du so leben,
dass du bereit bist, für diesen Menschen zu sterben, und zwar wirklich. Sonst gibt es keine Heiligkeit des Lebens. Wenn du daraus eine logische Berechnung machst, ich bin doch ein unabhängiges Stück Leben, warum brauche ich jemanden, dann wird dein Leben ganz und gar hässlich werden. Du musst so leben, ich kann nicht ohne dich leben. Aber morgen, wenn es so geschieht, das ist morgen. Wenn es so geschieht, dass dieser Mensch verschwunden ist, entweder durch Tod oder er wurde frei oder was auch immer. Dann musst du sehen, das ist ein unabhängiges Stück Leben. Aber heute, wenn du es so betrachtest, wird dein Leben hässlich. Menschen sind also nicht in der Lage, diese Unterscheidung zu verstehen. Entweder werden sie zu rücksichtslosen Aufreißern, oder sie werden so rührselig und verloren, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Beziehungen zu genießen. Die meisten Beziehungen sind nur, sie kennen nur am Anfang eine gewisse Freude. Danach ist es für die meisten Menschen leider eine ständige Komplikation und ein ständiger Schmerz. Das liegt daran, dass du die Natur nicht verstanden hast. Dass du die Natur von diesem hier nicht erfahren hast. Du versuchst, die Natur von jenem zu verstehen. Das wird niemals geschehen. Wenn du eine wunderbare Beziehung hast, liegt das meistens daran, dass jemand anderes wunderbar ist. Eine schlimme Art zu leben, nicht wahr? Du musst eine wunderbare Beziehung zu allen Menschen um dich herum haben, wegen dem, was du bist, und nicht wegen dem, was jemand anderes ist. Das ist die Wahl, die du hast. Du kannst entweder die Welt in deinem Schatten leben lassen, in der Behaglichkeit deines Schattens, oder du kannst immer darauf versessen sein, in irgendeinen Schatten zu gelangen. Das ist die Wahl, die jeder Mensch hat.